Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die NN Group, eine niederländische Versicherungsgesellschaft mit dem Sitz in Den Haag an. Viel Spaß mit dem Video. Hier sind wir in der passiven Bilanz, also Geldgeberseite. Wir sehen, dass wir bei dieser Gesellschaft bei der langen Verbindlichkeit eine Steigerung hatten von ungefähr 32% in diesen 5,25 Jahren. Die Gesamtverschuldung wurde um 1% erhöht, das sehen wir hier. Das Eigenkapital wurde leider um -12% reduziert und die Bilanzsumme um 0,3% auch reduziert. Die Aktienstückzahl hat sich auch reduziert um 8,5% durch das Aktienrückkaufprogramm. Die Aktionäre, die 2017 die Aktie gekauft haben, haben nun ein höheres Stimmrecht um 8,5%. Und wir sehen auch, dass das Eigenkapital den höchsten Wert hatte im Jahr 2020 und den niedrigsten Wert nun im Q2 2022 hat. Shares Equity Ratio, Credit Worth, also die Eigenkapitalquote und kann das Betriebsergebnis, die Langmöglichkeiten auf Null setzen. Wir sehen hier, die Eigenkapitalquote im Jahr 2017 war bei ca. 11%. Den höchsten Wert hatten wir im Jahr 2020 mit 14,66%. Und nun liegen wir auf dem tiefsten Wert von 9,6%, also wir haben die 10%-Hürde unterschritten in Q2 2022. Das Betriebsergebnis mit den langen Verbindlichkeiten im Faktor gesehen, haben wir im Jahr 2017 4,23 gehabt. Den schlechtesten Wert hatten wir hier im Jahr 2018 mit 6,81 den Faktor. Und nun liegen wir sogar in der Q2 schlechter wie im Jahr 2018. Wir haben uns fast verdoppelt auf 12,4. Das heißt, die Langfristigkeiten haben sich erhöht. Das Betriebsergebnis ist nun mal niedrig. Mal schauen, wie es in Q4 aussieht. Die NN Group NV ist im Finanzsektor tätig. Hier seht ihr den Google Finance Ticker. Könnt ihr in Google Search eingeben. Da seht ihr auch ein paar mehr Details, wo der Kurs aktuell steht und andere Finanzseiten, wo ihr auch Informationen beziehen könnt. Hier sind wir im Monatschart. Mal schauen, was der uns aktuell mitteilt. Hier sehen wir das M für Monatschart. Im Monatschart sehen wir auf alle Fälle mal bei 50,56 einen Widerstand. Hier kam der Kurs beim Monatsschlusskurs nicht drüber raus. Und wir sehen nun bei 42,70, hier hatten wir eine Unterstützung. Hier war es eine Widerstandszone. Und nun haben wir eine grüne Kerze drüber. Mal schauen, ob der November drüber bleiben kann. Nun ist der Schlusskurs genau auf der Linie. Wir haben aber noch mehrere Tage im November. Gehen wir drüber, kann das Ziel 46 angetestet werden. Gehen wir runter, können die 38 wieder angetestet werden. Und wir sind dann wieder in dieser alten Seitwärtsrange aus dem Jahr 2021. Und wir sehen, dass der Monatschart genau auf dem glatten Durchschnitt liegt. Das heißt, wir laufen auf alle Fälle mal seitwärts. Und hier sehen wir auch einen großen Außenstab, in dem wir uns jetzt befinden. Das heißt, wir können wieder schnell hochgehen und wieder schnell runtergehen. Hier sind wir im Wochenchart. Mal schauen, was der uns mitteilt. Hier das große W. Wir sehen hier die Bewegung nach unten. Korrektur nach oben. Kein neues Hoch. Bewegung runter, kein neues Tief, kein neues Hoch, neues Tief. Und nun ist die Frage, können wir ein höheres Hoch wieder machen oder kein höheres Hoch? Dann könnten wir auch wieder ein neues Tief bilden. Also die 42 sehen wir hier, Wochenbasis aus, wird genau auf der Woche geschlossen, die Folgewoche genau drunter geschlossen. Darum nun wichtig, zwei Wochen drüber, positiv. Dann können wir die 46 antesten, sehen wir hier Widerstand. Hier war es eine Seitwärtsrange, da sehen wir detaillierter den Tagesstart, wo die Signale entstehen. Und nun ist die Frage, können wir drüber bleiben? Ist es gut? Dann können wir die 46 antesten. Geht es wieder runter, können wir die 38 antesten als nächstes Ziel, wo wir dann wieder einen Boden bilden können. Und wir befinden uns immer in dieser Abwärtsbewegung noch. Und wir sind noch in einer Korrektur dieser Abwärtsbewegung, aber eher bärisch, eher nach unten. Mal schauen, ob wir neue Tiefs bilden können. Hier sind wir in der Income Statement Cashflow Seite. Also der Umsatz hat sich in diesen 5,25 Jahren um 4,15% reduziert. Das Betriebsergebnis um -55,13%. Das Pre-Tax, also Vortax-Ergebnis um 0,05. Und nettomäßig haben wir eine Steigerung von 25,45%. Die Daten in der 12-Month-Bilanz können hier vielleicht nicht stimmen, weil ich habe mehrere Seiten getestet, auch auf der originalen Balance Sheet, habe nicht mehr Daten rausgefunden. Schauen, wichtig, was Q4
der Jahresschluss für Zahlen bringt. Das Bargeld wurde um 33,58% reduziert. Freie Cashflow ist leider sehr oft negativ bei dieser Finanzgesellschaft. Hier war es wieder sehr positiv und dann wieder negativ und nun sind wir auch wieder negativ. Mal schauen, wie es in Q4 aussieht. Die Dividende wurde um sage und schreibe 64% erhöht in diesen 5,25 Jahren, was für uns Dividendensammler sehr gut ist, aber der freie Cashflow ist immer negativ, also vor alle Fälle nicht sehr gut ist. Finanzdaten, hier sehen wir das Gesamtumsatz, der Gesamtumsatz ist 100%, hier die 5-Jahres-Übersicht. Betriebsergebnismäßig haben wir 6%, was überbleibt vom gesamten Umsatz und im 5-Jahres-Schnitt waren es 11%, das heißt wir haben uns da verschlechtert. Nettomäßig haben wir 14,8%, was überbleibt vom gesamten Umsatz und im 5-Jahres-Schnitt war es 9,6%, was vom gesamten Umsatz überbleibt. Da haben wir uns auf alle Fälle verbessert in der Trailing 12-Month-Bilanz, aber es fehlen noch 2 Quartale. Das Return Equity ist 9%. Das Preis-Sales-Wert ist aktuell unter 1, das heißt wir kaufen unter dem Umsatz, ist der Kurs aktuell pro Aktie und der Buchwert ist auch 0,4, wir liegen unterm Eigenkapital. Denn das Eigenkapital in der 21er Bilanz war 112 Euro. In der 12 Month ist es wieder ein bisschen niedriger, da die Stückzahl reduziert wurde und das Eigenkapital weniger wurde. Long-Term Debt to Equity haben wir den Faktor 0,34, das heißt das Eigenkapital im Verhältnis zu Langfristigkeiten ist mehr Eigenkapital. Und zur Gesamtschuldung haben wir den Faktor 6,23, das heißt benötigen 523% mehr Eigenkapital. Der Kurs an der Börse ist 42,76, hier sehen wir aktuell die Marktkapitalisierung. Die Earnings per Share Trading 12 Months sind 12,46, freie Cashflow ist ja negativ. Das KGV liegt bei 3,43, ist auf alle Fälle sehr niedrig, aber wenn die Earnings per Share weniger werden, steigt das KGV. Im 5-Jahres-Schnitt waren die Earnings per Share eben die Hälfte, 6,31 und dort war das KGV bei 6,8. Der freie Cashflow ist ja negativ, darum kann hier auch kein Faktor berechnet werden. Die Dividende war 2,4 Euro, jahrzahlend sie seit 8 Jahren. Payout Ratio zum Earnings per Share ist 19,26%. Wird die Earnings per Share weniger, ist das auch das Doppelte, dann haben wir 38%. Dividendenrendite ist 5,61% aktuell, falls die Dividende nicht gekürzt werden sollte. Der Buchwert liegt bei 112, der faire Wert aus Buchwert und Earnings per Share wäre 177 und im 5-Jahres-Schnitt wären es 126 und vom Nettozuwachs wären es 186. Ich würde mal den Buchwert heranziehen, mal schauen, wo der Buchwert im Q4 ist, wenn er niedriger sitzt. Dann ist auch der Buchwert wieder weniger pro Aktie. Die Analysten schätzen das Kursziel bei 52,14, wäre eine Steigerung von 21% und sagen aktuell kaufen. Wir sehen aber laut Charttechnik bei 50 haben wir einen Widerstand. Dort müsste der Kurs vielleicht kurz drüber schießen, Monatsschlusskurs wieder drunter, dann haben wir das Kursziel der Analysten erreicht, aber es könnte wieder abwärts gehen. Und wir sehen, dass die meisten Analysten sagen, kaufen bei dieser Versicherungsgesellschaft, da sie ja sehr billig ist mit dem KGV und auch Kursbuchverhältnis ist sehr niedrig. Wachstum oder Schrumpfung, die Dividende wurde per anno um 11,20% erhöht, das Eigenkapital um 9,07 und der Nettozuwachs um 10,4% erhöht in diesem 5-Jahres-Schnitt. Mal schauen, wie es in Q4 22 aussieht. Vorausschau, falls die Dividende gekürzt werden sollte um 16%, das Eigenkapital um 2,2% höher liegt, der Nettoumsatz um fast 23% reduziert wird, dann haben wir folgende Daten. Der Kurs ist immer noch 42 Euro an der Börse, die nächsten Earnings per Share wären dann 9,58, der Buchwert pro Aktie bei 114,49 und das Verhältnis Buchwert zum Kurs wäre 0,37. Das heißt, wir sind immer noch unter dem Buchwert. Das heißt, wir kaufen die Aktie aktuell unter dem Eigenkapital. Wichtig ist, das Eigenkapital darf halt nicht extrem reduziert werden. Die Dividende wäre dann gekürzt auf 2,01 und die Rendite wäre dann 4,71. Der faire Wert aus Earnings per Share und Buchwert wäre 157 und vom Nettozuwachs wären es 143. Wir sehen, wenn der Nettoumsatz reduziert wird, sinkt auch dieser Wert. Und dieser Wert wird auch weniger, aber da ist auch der Faktor des Eigenkapitals sehr wichtig. Darum ist dieser Wert höher wie der Nettozuwachs. Fairer Wert. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß am Anschauen.